Vielen Dank fürs Ankündigen, vielen Dank für die Einladung. Niki Borel, bin MVP und Regional Director und werde heute zum Thema Microsoft Teams Security und Compliance einen Vortrag machen. Ja, Microsoft Teams Security Compliance Best Practice ist der Name der Session. Vorgestellt habe ich mich gerade schon, Niki Borel. Und insofern starten wir direkt rein. Was sind die Themen, die Key Points der Session? Es geht darum, Microsoft Teams in der globalen Microsoft Security Story zu verorten und zu schauen, was wir dort für Möglichkeiten haben. Einerseits mit Teams direkt, was wir dort einstellen und konfigurieren können. Andererseits dann eben in erweiterten Szenarien mit den Features wie Cloud App Security, wie Labeling, Information Protection etc. Also so, dass der EMS E5 oder E3 Stack an der Stelle eben hergibt. Das ist der Kontext der Session. Darum wird es gehen. Starten wir mal direkt ins Thema rein. Und das ist hier so ein bisschen meine Zusammenfassung, ein Aufhänger. Ich bin seit vielen Jahren im Microsoft-Universum im Kontext Kollaborationslösungen, Kommunikationslösungen unterwegs, komme ursächlich aus der SharePoint-Ecke. Und von daher kennen wir alle diese Diskussion, wann nehme ich denn welches Feature, wann nehme ich denn welches Tool? Das hat spätestens mit Office 365 natürlich eine entsprechende Auswirkung bekommen, weil Unternehmen einfach vor dieser Herausforderung stehen, mache ich das jetzt mit SharePoint-Tasklisten, mache ich das mit Outlook-Aufgaben oder jetzt dann halt eben seit einiger Zeit nehmen wir da Planner dazu etc. Diese Beispiele, die kennen wir alle. Ne? Also nehmen wir jetzt Teams oder bleiben wir bei Yammer? All diese Fragen, welches Tool nehme ich für welches Einsatzszenario? Und in der Zwischenzeit ist es tatsächlich so, dass wir eine ähnliche Herausforderung haben, wenn es um Security-Themen geht. Microsoft ist da ja in den letzten Monaten, Jahren auch so in den öffentlichen Bewertungen, so Gartner Magic Quadrants oder Forbes-Listen, stark nach oben gestiegen. Vor einigen Jahren hatte man Microsoft noch nicht unbedingt auf dem Schirm, wenn es um Security-Produkte und Lösungen ging. Das hat sich in der Zwischenzeit ganz stark geändert. Und damit ist natürlich auch in dem Bereich die Komplexität entsprechend angewachsen. Und auch dort kommen so die Fragen hoch, naja, ist das schon Teil meiner E3? Ist das leider noch Teil von der EMS E5, die ich dann vielleicht brauche? Und mit welchem Tool, mit welchem Feature nehme ich es ein, realisiere ich es eigentlich? Wenn wir uns um das Thema Security und Compliance mit Fokus auf Microsoft Teams beschäftigen, dann ist natürlich mal der erste Ansatzpunkt und das erste Thema zu schauen, was ist denn da tatsächlich überhaupt in dem Service Teams an sich konfigurierbar? Der Service Teams hat ja in der Zwischenzeit das komplett eigene Admin Center und die Funktionen, die vorher noch im Office 365 Admin Center verortet waren, sind da sukzessive jetzt alle auch entsprechend hingezogen. Und insofern, wenn wir uns das Microsoft Teams Admin Center anschauen, ja, dann ist es dort tatsächlich so, dass wir ganz viele verschiedene Punkte haben, die mit Security und Compliance da irgendwas mit zu tun haben. Was Compliance-mäßig mal anschauen, also Governance-Themen. Ich habe mal ganz ketzerisch Policy Hell das Ganze genannt, weil ich habe doch sehr viele verschiedene Möglichkeiten, Policies hier zu konfigurieren. Natürlich erstmal komplett die Teams-Umgebung betreffend, dann die verschiedenen Ausprägungen hinsichtlich Meetings, Messaging, welche Apps zur Verfügung gestellt werden sollen. Und dann aber auch, Gott sei Dank, muss man sagen, wieder die Möglichkeit, in sogenannten Policy Packages das Ganze so ein bisschen zu clustern und es meinen verschiedenen Benutzer- und Anwendergruppen zur Verfügung zu stellen. Hat das so klassisch ja, dass man sagt, okay, es gibt irgendwo im Unternehmen vielleicht so Produktionsmitarbeiter, die möglicherweise noch nicht mal einen eigenen festen PC-Arbeitsplatz haben, sondern nur über mobile Geräte arbeiten, die kriegen dann ein entsprechendes Policy Package. Andererseits sicherlich irgendwo dann Geschäftsführung, Controlling, also so alle Funktionen und Überwachungsmöglichkeiten, die wir dann da aktivieren können, die kriegen ein anderes Policy Package. Ein anderes Thema, das hier eine Rolle spielt, wenn wir es mal rein auf Hardcore Security fokussieren, sowas wie welche Apps dann eben zur Verfügung stehen sollen, wie geht es mit Third-Party-Apps, beziehungsweise eben dieses ganze Thema rund um External Access und Guest Access.
Das External Access hier, wir schauen uns das auch gleich im System live an, bezieht sich auf diese Möglichkeit, mit anderen Instanzen, also anderen Office 365 Tenants oder andere On-Prem-Instanzen, was Skype for Business betrifft, chatten, Meetings abhalten zu können. Auch das kann man ja reglementieren. Der Standard ist die Open Federation. Sprich, ich kann mit jedem anderen Office 365 Tenant an der Stelle eben interagieren, die Leute anchatten und Meetings abhalten. Man kann das aber halt eben auch reglementieren. Guest Access, das bezieht sich auf die Thematik, Gäste in Teams einzuladen. Ist also von daher nochmal ein klein bisschen anders da als diese External Access Setting zu sehen, wobei auch hier relativ schnell dann klar wird, ja, das baut natürlich ein Stück weit aufeinander auf, wie so viele Dinge. Das gucken wir uns gleich im Detail auch nochmal an, weil was dieses Thema Guest Access angeht, ist das ja etwas, wo Teams ein Service ist, der diese Funktionalität als ein Glied in der Kette so ein Stück weit erbt. Guest Access für meinen Office 365 Tenant konfiguriere ich an allererster Stelle mal im Azure AD und es wirkt sich natürlich insofern dann auch nicht nur rein auf Teams aus. Es wirkt sich aber eben auch auf Teams aus. Also zu sagen, nee, Guest Access im Azure AD, das deaktivieren wir mal, aber in Teams wollen wir es zulassen, das beißt sich dann natürlich. Und das zeigt so ein bisschen, dass das natürlich hier an der Stelle etwas ist, was in ein Gesamtkonstrukt eingebettet sein muss. Team Settings, die eben auch in den Bereich Security reingehen, ist diese Thematik, andere File oder Storage Provider hier nutzen zu können. Das sind die vier, die wir standardmäßig auswählen können. Und auch da ist es nicht generell möglich zu sagen, naja, falsch oder richtig, sondern es hängt einfach von den Szenarien ab. Wenn ich natürlich ein Unternehmen habe, das vielleicht in der Vergangenheit Dropbox oder Box genutzt hat oder vielleicht sogar bevor sie nach Office 365 gegangen sind, auf der Google Cloud aktiv waren, dann kann das natürlich eine sehr schöne Möglichkeit sein, im Rahmen von einem Migrationsszenario dort diese Migrationsperiode ein Stück weit dann smooth für die Endanwender abzubilden. Wenn man auf der grünen Wiese neu anfängt, ist der Fokus sicherlich einfach aufgrund der hohen Integration, die Microsoft-Lösungen zu nehmen und sich jetzt dort nicht noch ein zweites oder drittes System dann mit dazu zu holen, was ja dann auch wieder zusätzlichen Managementaufwand bedarf. Springen wir an der Stelle mal direkt in die Live-Demo ab und schauen uns diese Punkte im Teams Admin Center an. Ich habe das mal im Hintergrund geöffnet. Ich starte mal gerade so ein bisschen als Recap nochmal mit dieser Übersicht. Ich habe das ja vorhin so ein bisschen erläutert. Die Empfehlung ist es tatsächlich dort in die Security-Szenarien auch reinzustarten. Und ich denke, wir kennen alle so ein bisschen dieses Office 365-Periodensystem, das ja den großen Vorteil hat, die verschiedenen Optionen und Möglichkeiten, die wir mit Office 365 haben, aufzuzeigen und dann in die verschiedenen Szenarien wie Aufgabenverwaltung, wie Chats etc. abzuspringen. Und das haben wir in der Zwischenzeit auch für die Security-Features unter dem Link, den ihr hier oben bei mir im Browser sehen könnt, könnt ihr das aufrufen und seht auch da dann natürlich einmal, das ist ein sehr komplexes Feld in der Zwischenzeit geworden und Microsoft bietet dort auch ganz viele verschiedene Lösungen an. Insofern der Best-Practice-Ansatz, ich habe da nachher nochmal so ein paar Folien dazu, ist es wirklich über die Szenarien da reinzugehen. Also was tatsächlich ist denn das, was entweder euer Kunde oder ihr bei euch in der Umgebung an Szenario habt und dann zu schauen, mit welchem Feature kann man das denn am besten umsetzen oder reichen vielleicht sogar die Settings, die wir im Teams Admin Center haben. Steigen wir da mal ein. Das ist das Teams Admin Center als Teil von Office 365 und was wir hier sehen, sind, dass wir eben ganz viel basierend auf Policies Einstellungen haben. Wenn wir oben anfangen, die Teams Policies mit den entsprechenden Möglichkeiten, die wir hier haben. Standardmäßig haben wir die sogenannten Global Org-wide Settings. Ich gehe mal gerade hier mit Add rein, um einfach mal zu zeigen, was wir hier für Einstellungen haben. Das ist hier recht rudimentär, aber auch hier schon die Möglichkeit, das quasi auf verschiedene Gruppen und Benutzercluster im Unternehmen oder im Projekt dann anzuwenden. Wenn wir das mal weiter durchgehen, ist das nächste alles rund um Meetings, die Meeting Policies, die wir hier haben. Auch hier die Möglichkeit,
sieht man schon, das sind diese Policies, die defaultmäßig von Microsoft kommen. Deshalb sind sie auch bei Custom alle mit No geflaggt. Klassisch eben so diese Kiosk oder Frontline-Worker, die Möglichkeiten, die wir dort haben, um auch wirklich ganz genau zu steuern, welche Funktionalität hat denn so jemand, der vielleicht halt nur übers Handy im Sinne von, er ist im Lager aktiv und hat da ein Firmenhandy und kann mit dem Handy dann aber auch auf Teams zugreifen und was sollen ihm dann für Funktionen zur Verfügung stehen? Das zieht sich weiter über die entsprechenden Settings, die wir hier haben, hinsichtlich auch Meetings, Messaging Policies und natürlich dann der nächste große Punkt, was die Teams App betrifft. Permission Policies beziehungsweise Setup Policies. Wenn ich da reingehe, sehen wir auch hier wieder, kommen wir genau jetzt in den Punkt mit den, welche Apps sollen dort zur Verfügung stehen, beziehungsweise wie soll mit Apps per Default umgegangen werden. Das ist also hier erstmal so die globale Einstellung, welche Apps von welcher Kategorie möchte ich denn zulassen? Und dann über dieses Org-wide App Settings komme ich eben an diesen kompletten Katalog. Das ist etwas, was vorher im Office 365 Admin Center unter Services Settings angesiedelt war und was jetzt eben ins Teams Admin Center rübergegangen ist. Und auch hier sieht man mal wieder so diese grundsätzlichen Einstellungen. Möchte ich das denn mal generell erlauben, generell verbieten? Und dann hier eben wirklich diese riesenlange Liste, die es in der Zwischenzeit geworden ist, von Apps, die ich zulassen möchte oder nicht zulassen möchte. Per Default ist ja Office 365 und somit auch Teams sehr offen oder grundsätzlich mal maximal liberal und offen konfiguriert. Also wenn man einen neuen Tenant hat und dort nichts macht, stehen erstmal jedem Anwender alle Apps, die in diesen Katalogen drin sind, zur Verfügung. Aus der Erfahrung ist das meist etwas zu liberal. Insofern empfiehlt sich es einfach im Rahmen von Projekt Setup, wenn man dann eben dahin kommt, Teams mal auszusetzen und aufzurollen, da mal mit dem Kunden durchzugehen und eben zu entscheiden, wie wollen wir das A generell handeln und B, was davon will man vielleicht zulassen oder halt eben schon von vornherein sagen, nee, nee, das wollen wir bei uns im Tenant eben nicht haben. Nächster Punkt, den wir hier haben, sind diese Policy Packages, die wir einstellen können und dort drüben eben die Möglichkeit dann zu sagen, okay, wer soll denn welche Einschränkungen, welche Funktionen zur Verfügung haben. Da spielt eben auch mit rein diese Setup Policies, wo ich die App als solches steuern kann. Es ist also so ein bisschen dieser Weg zu sagen, lieber Anwender, lieber Partner, lieber Kunde, lade dir die App aus den App Stores herunter. Die ist ja dort überall kostenlos zu haben. Aber über eine entsprechende Setup Policy und auch da entsprechend gesteuert darüber, wem ich diese Policy dann zuweise, also welcher Gruppe von Benutzern steuere ich, uns das mal hier am Beispiel an, welche Features zur Verfügung stehen. Ich kann darüber also zum Beispiel sehr explizit sagen, alle Externen, die bei mir im Tenant sind, bekommen entsprechende Einschränkungen oder bekommen entsprechende Features nicht. Das ist eine Thematik, die ganz stark natürlich in diesen Bereich Security geht, weil in dem Moment, wo ich etwas von vornherein schon mal direkt ausschließe, nehmen wir es mal ganz restriktiv, mal angenommen, ich sage für Externe nur Chat, dann müsste ich mir halt natürlich schon mal überhaupt keine Gedanken darüber machen, wie das aussieht mit File- oder Kalenderzugriffen etc. Darüber kriege ich das hin. Was wir natürlich hier schon mal direkt sehen, das muss erstmal ein Stück weit fachlich erarbeitet werden. Wie arbeite ich mit Externen zusammen? Habe ich nur eine Kategorie von Externen oder gibt es da vielleicht sowas wie Trusted Partners und vielleicht wirklich dann komplett Externe? Und wie muss ich das technisch konfigurieren, damit es dann tatsächlich die Business Needs auch trifft? Gucken wir mal gerade in den anderen Bereich rein, den wir dann hier haben mit Security. Dort Org-wide App Settings. Das haben wir gerade eben schon im Kontext der Policies gesehen. External Access, wo kann ich das konfigurieren? Guest Access, wo kann ich das konfigurieren? Ich wechsle nochmal rüber wieder in die Demo. Dort sind wir eben bei den Teams Settings, bei den Org-wide Settings, External Access hier. Das ist eine relativ simple Geschichte. Ich kann also einerseits diese Open Federation, nennt sich das, aktivieren und sagen, okay, du kannst mit jedem und mit allem in dieser Welt entsprechend direkt in Teams arbeiten oder wenn ich es einschränke, entsprechend hier eine Liste definieren von Domänen, mit denen es eben entsprechend dann geht oder halt auch nicht geht. Guest Access ist hier der nächste Tab.
mit den entsprechenden wiederum sehr granularen Einstellmöglichkeiten. Zieh mal in den Details, beziehungsweise hier erstmal ganz generell Guests ja, nein und wenn ja, kann ich es eben noch weiter granular herunterbrechen. Ich hatte es gerade eben schon mal erwähnt, wenn ich natürlich hier sage Guests ja und das aber im Azure Active Directory auf nein steht, dann widerspricht sich das natürlich und das Azure Active Directory als übergeordnete Instanz gewinnt an der Stelle. Sprich auch hier ganz wichtig, dort im Kundenprojekt mal mit den ganzen verantwortlichen Leuten durchzugehen und diese Themen entsprechend abzustimmen, wie es denn sein soll. Team Settings, da haben wir diese Thematik mit den File Storage Providern, die wir halt hier entsprechend konfigurieren können. Hier bei mir in meinem Spieltenant ist das mal alles auf On. Klassischerweise im Kundenprojekt gehe ich eher dahin und sage, also wenn es nicht irgendwelche Gründe gibt, warum das On sein muss, das Ganze eher auf Off zu stellen und halt eben die tiefe Integration von OneDrive bzw. SharePoint in Teams zu nutzen. Gut, gehen wir mal so ein bisschen weiter durch die Slides durch. Dort ist erst nochmal hier so ein bisschen Übersicht zu diesem ganzen Themenbereich. Wie funktioniert das denn im Hintergrund technisch tatsächlich? Und als ich das zum ersten Mal von Microsoft auf einer Ignite von vor 2 Jahren, glaube ich, dargestellt bekommen habe, dass das Ganze eben im Hintergrund sich komplett auf die Exchange bzw. auf die SharePoint-Infrastruktur fokussiert, war so mein erster Gedanke, was soll denn das? Wieso ist Teams dort so abhängig von den anderen Systemen? Als dann die Entscheidung oder die Erläuterung weiterging, nämlich dass man damit sofort und out of the box die kompletten E-Discovery, Security und Compliance Features der Systeme Exchange und SharePoint nutzen kann, wurde das Ganze dann wieder rund und es gab einen Sinn. Das ist nämlich genau der große Vorteil, dadurch, dass viele Artefakte in Exchange liegen und alles, was irgendwie filebasiert ist, entweder in OneNote, Entschuldigung, in OneDrive oder in SharePoint liegt, habe ich eben dort out of the box direkt, ohne nochmal irgendwas weiter tun zu müssen, die kompletten Funktionalitäten hinsichtlich Security und Compliance, die von diesen Tools ausgehen. Das zieht sich thematisch auch entsprechend weiter, wenn wir die Call Services nehmen. Für Meetings und Calling-Daten ist es dort eben auch so, dass das in den bestehenden Backend-Systemen abgebildet ist und auch insofern so Dinge wie eben Reviews, Reports, Compliance Search etc. dann alles direkt out of the box eben auch mit funktioniert. Dieses ganze Thema zieht sich ein Stück weit durch. Also genauso was jetzt Audit-Log-Integration angeht, haben wir dort natürlich die verschiedenen Funktionen und Features in Teams auch als kompletten Bestandteil der Audit-Log und der Audit-Log-Search-Funktionalität mit rein integriert. Wenn es also mal wirklich dann darum geht zu sagen, wer hat denn da was gemacht oder so dieser Klassiker, wer hat denn wen in Teams eingeladen als vielleicht externen oder aber auch internen Benutzer, kriege ich das natürlich raus, indem ich mir diese Audit-Logs anschaue. Die sind dort an der Stelle sehr, sehr aussagekräftig und eine tolle Funktionalität, die diese Audit-Logs zusätzlich mitbringen, die allerdings aus Kundenszenarien heraus tatsächlich ganz selten nur genutzt werden, meistens deswegen, weil sich die Kunden damit noch gar nicht auseinandergesetzt haben, ist die Möglichkeit, dort auch direkt basierend aus dieser Audit-Log-Search heraus zu sagen, oh, das ist ein Szenario, das uns interessiert, das uns betrifft und das auch in Zukunft sicherlich interessant sein wird und dann entweder eine Retention Policy basierend auf dem, was man in der Search vorher sich zusammengesucht hat, zu erstellen, beziehungsweise eine Alert Policy. Gerade diese Alert Policy ist insofern ein sehr mächtiges Werkzeug, weil man dann eben halt automatisch mitbekommt, wenn etwas passiert, wo man ein gewisses Interesse, ein gewisses Augenmerk drauf hat. Das Ganze geht von der fachlichen Anforderung ganz stark natürlich in diese Szenarien, die mit Cloud App Security möglich werden. Cloud App Security allerdings ein EMS E5 Feature, während diese Alert Policies eben Stand heute Teil der Office 365 Lizenzierung sind. Jetzt muss man an der Stelle wieder so ein bisschen unterscheiden. Die Alert Policies sind natürlich rein reaktiv. Es muss also erstmal etwas passieren, damit es dann im Audit Log steht, damit dann diese Alert Policy greift. Dann ist es aber halt auch schon passiert, während wir mit dem Service Cloud App Security halt proaktive Szenarien abbilden können und damit verhindern können, dass vielleicht etwas passiert, von dem man eben nicht möchte, dass es passiert. Schauen wir uns das auch mal im
in der Live-Demo an. Ich springe mal rüber in die Umgebung, bin hier im Office 365 Security und Compliance Center und habe dort eben genau diese Audit Log Search mir jetzt mal hier ausgesucht. Und hier sehen wir einerseits die Möglichkeiten dieser Search, beziehungsweise wenn wir hier auf diese Activities gehen und da runter scrollen, die Möglichkeit, da nach den entsprechenden Teams-Events, da sind sie zu filtern. Da gibt es auch in der Zwischenzeit noch diese eigene Kategorie. Also hier wären wir jetzt bei Microsoft Teams Activities und direkt unten drunter haben wir diese Microsoft Teams Healthcare Activities, was ja so eine besondere Form ist. Man sieht es hier direkt auch an den Dingen, die man hier aussuchen kann, fokussiert halt eben auf Krankenhäuser und Hospizen etc. Mal angenommen, ich sage jetzt hier, okay, alles, was rund um Teams passiert, interessiert mich und wähle also hier die Überschrift aus. Das wäre dann dieser Ansatz und kann dann sagen, und danach möchte ich jetzt suchen. Gut, hier bei mir auf dem Test-Tenant sind da natürlich jetzt nicht viele Einträge drin. Trotzdem, ich meine, mindestens mal zwei Stück müssen kommen. Wir sehen hier oben im Moment, sucht er noch die Ergebnisse. Genau, drei Stück sind es in der Zwischenzeit. Und dann habe ich eben halt die Möglichkeit, direkt basierend auf dieser Suche, die ich jetzt hier gemacht habe, zu sagen, ich möchte eine neue Alert Policy erstellen. Muss dem Ding natürlich einen Namen geben, eine Beschreibung reinbringen, zu sagen, ja, wann soll das Ganze ausgelöst werden? Und hier sehen wir, hat er eben schon meine Einstellungen übernommen. Und wer soll denn den Alert dann tatsächlich bekommen, im Sinne von, ich trage hier halt eine E-Mail-Adresse ein, klassischerweise entweder CISO oder Admin oder je nachdem, wie das im Unternehmen aufgesetzt ist. Also von daher, das ist ein sehr mächtiges Werkzeug, das Teil der Enterprise-Lizenzen in Office 365 ist und analog verhält sich das Ganze für die Retention-Policies, die wir hier entsprechend konfigurieren können. Andere Geschichte, die letztes Jahr auf der Ignite-Konferenz angekündigt wurde als neues Feature, sind diese sogenannten Informationsbarrieren. Also eine Möglichkeit, die ich damit habe, innerhalb meines Tenants basierend auf Gruppen zu sagen, Gruppe A darf nicht mit Gruppe B in irgendeiner Form interagieren, was dann am Ende vom Tag halt eben Chat-Funktionalität, Sharing-Funktionalitäten etc. betrifft. Das ist natürlich ein Szenario, das habe ich jetzt klassischerweise eher weniger beim 100 Mann starken Mittelständler, ist ein Szenario, das stark im Enterprise-Segment natürlich gefordert ist und dort gerade bei multinationalen Konzernen, die halt teilweise dann auch unterschiedliche Subbereiche haben, die in ganz unterschiedlichen Branchen dann tätig sind, wo sowas dann ein Szenario ist. Wenn wir uns das mal anschauen, das Ganze wird Stand heute über PowerShell konfiguriert. Ich habe mal hier das Commandlet aufgezeigt. Es ist ein E5-Feature. Auch das ist ein wichtiger Punkt, den man wissen muss. Und ich brauche so ein paar Voraussetzungen, die ich einfach brauche, damit das Ganze smooth funktioniert. Technisch eine harte Voraussetzung. Audit Logging muss aktiviert sein. Genauso brauche ich, um es eben einzurichten, die Exchange Online PowerShell Commandlets. Und ich muss im Teams Admin Center, können wir gleich auch nochmal reinspringen, wo dieses Setting ist, diese in den Org-wide Settings eben diese Einstellung für Scoped Directory Search aktiviert haben. Ansonsten, das Ganze basiert im Hintergrund eben auf Azure Active Directory Gruppen. Das muss natürlich dann, jetzt ist mehr so als fachliche, als weiche Anforderung innerhalb des Azure Active Directories ordentlich und sauber gepflegt sein, damit der fachliche Effekt dann funktioniert und man dort wirklich sauber getrennt hat, dass gewisse Gruppen vielleicht eben nicht miteinander kommunizieren und Daten austauschen können. Springen wir gerade nochmal ins Teams Admin Center und gucken uns diese Einstellung noch an. Das ist hier in den Team Settings zu finden und dort eben im unteren Bereich dieses Search by Name, also dieses Feature muss aktiviert sein, damit das Ganze technisch funktioniert mit den Informationsbarrieren. Kommen wir zu einem weiteren Thema, wenn man über Security und Compliance in Microsoft Teams oder überhaupt auch so ein bisschen in Office 365 sprechen. Und das ist diese Möglichkeit, naja, wie kann ich mich denn überhaupt an Teams anmelden? Ich habe das tatsächlich in einem Kundenszenario oder in zwei Kundenszenarien in der Zwischenzeit sogar. Und zwar sind das Kunden, die sich mit der Microsoft Kaizala App
ganz intensiv beschäftigt haben. Die Microsoft Kaizala-App wird ja so ein Stück weit von den Features, von den Funktionen sukzessive in Microsoft Teams da jetzt überführt. Sie wird als Standalone-App weiterhin bestehen bleiben. Aber das, was man gerade im Enterprise-Kontext von den Szenarien her damit abgedeckt hat, geht sukzessive in Teams. Und eines der Szenarien, was diese Kaizala-App so wahnsinnig interessant macht für Kunden, ist die Möglichkeit, dass ich mich halt mit meiner Handynummer authentifizieren kann, so wie wir das ja von Chatdiensten wie WhatsApp etc. kennen. Dieses Feature, die Handynummer als UPN zu nutzen, kommt für Azure Active Directory, ist angekündigt, ich meine für das erste Halbjahr 2020. Und damit kriegen wir hier einen weiteren Punkt in diese Aufzählung mit rein. Stand heute ist es so, dass ich entweder einen reinen Cloud-User in Office 365 habe, einen synchronisierten Benutzer, also sprich einen Benutzer aus einem lokalen AD, der halt eben über ein AD Connect synchronisiert ist, oder aber über ADFS, über eine Federated Identity, beziehungsweise über einen externen Benutzer, den ich als Gast einlade. Beim externen Benutzer, da komme ich gleich dazu, ist ja immer so diese Frage, Windows Live ID versus Office 365 User, was für uns als ITler und Techniker natürlich in aller Regel jetzt nicht so das komplexe Szenario ist. Aber meine Erfahrung aus Kundenprojekten ist, dass da der ein oder andere Mitarbeiter beim Kunden, der jetzt vielleicht auch nicht unbedingt aus einem technischen Bereich kommt, doch so ein bisschen seine Themen damit hat. Kommen wir aber gleich nochmal dazu. Was Stand heute nicht funktioniert, wobei das ist keine Teams-Einschränkung per se, sondern das ist eben basierend auf dem Authentification Provider Office 365 Groups beziehungsweise dem Azure Active Directory, ist halt eben in Teams über einen One-Time-Passcode mit reinkommen zu können, sondern ich muss mich wirklich über eine vollwertige Benutzeridentität authentifizieren, um an Teams teilnehmen zu können. Ja, da sind wir bei dem Thema Office 365 User versus Windows Live ID. Technisch tatsächlich gar nicht unbedingt der Unterschied. Das macht von dem, was so ein User dann kann oder nicht kann, überhaupt keinen Unterschied. Es ist aber natürlich organisatorisch ein entsprechender Unterschied. Wir alle, denke ich mal, die wir mit den Microsoft Cloud Services arbeiten, kennen so ein bisschen dieses Bild. Also sprich, ist es ein Benutzer, der innerhalb eines Azure ADs lebt, der klassischerweise aus einer Office 365-Umgebung kommt, dann ist es eben das, was man hier einen Work- oder School-Account, also so ein Organizational Account dann nennen, oder ist es eben eine Windows Live ID, die tatsächlich ja in mannigfaltigen Bereichen entsteht. Also zum Beispiel halt eben auch ein Xbox Account ist tatsächlich auch schon eine Live ID. Technisch macht das wenig bis überhaupt gar keinen Unterschied. Es ist aber halt die Frage, wer managt diesen Account? Bei einer Live-ID klassisch der Anwender selbst, heißt, der nimmt den auch mit, wenn er ein Unternehmen verlässt. Bei einer bei einer Office 365 Identität klassisch das Unternehmen. Also auch dort ein ganz anderer Verantwortlicher und Ansprechpartner. Rein mal von den Funktionalitäten, die wir dort haben, ist es tatsächlich kein Unterschied, sondern was hier eben greift, sind eher die unterschiedlichen Einstellungen und Settings in den verschiedenen Systemen. Das kommt unter anderem eben genau daher, dass wir, wenn wir mit Teams arbeiten, im Hintergrund SharePoint Online, Exchange Online, diese entsprechenden Instanzen nutzen und eben auch hier als Authentifizierungsprovider Office 365 Groups beziehungsweise Azure Active Directory. Es ist ja so, dass jedes Team, das wir erstellen, im Hintergrund automatisch auch eine Office 365 Group mit erzeugt. Und das ist eben der Authentification Provider. Und dort greifen auch dann die entsprechenden Einstellungen. Ich habe das hier mal zusammengefasst, so ein bisschen. Ihr findet es auch bei mir auf dem Blog als Post. Das ist mal so auch hierarchisch von oben nach unten durch tatsächlich der Weg, wie sich's gezeigt hat, dass es Sinn macht, das im eigenen Tenant oder im Kundenszenario durchzugehen. Nämlich erstmal zu sagen, okay, Azure Active Directory, wie sind die verschiedenen Einstellungen? Was hier in dem Screenshot noch fehlt, ist tatsächlich das One-Time-Passwort.
Wobei, wie gerade schon gesagt, das hat Stand heute, was den Teams-Chat oder die Teilnahme an einem Team an solches angeht, leider keine Funktion. Das würde sich dann in dem Moment nur auf geshared Dateien aus SharePoint oder OneDrive herausbeziehen. Als nächste Instanz die Einstellungen im Office 365 Admin Center basierend auf den Office 365 Groups. Und dort ist es tatsächlich eben auch eine Einstellung wiederum pro Group, die wir treffen. Also diese Thematik dürfen da externe mit rein, ja, nein, etc. Die Themen, die wir im Microsoft Teams Admin Center haben, da sind wir gerade eben im Live-System so ein bisschen durchgegangen, was wir dort einstellen können und einstellen sollen. Und dann halt eben die zugrunde liegenden Backend-Systeme hier in dem Fall jetzt SharePoint bzw. OneDrive for Business. Die Sharing-Einstellungen kann ich anonym einen Link generieren, muss es immer eine benannte Einladung sein. Das wirkt sich halt alles an der Stelle auch auf Teams aus und insofern etwas, was wir einfach im Setup berücksichtigen müssen. Wir kommen damit, das merkt ihr ja gerade jetzt schon, wenn wir über Azure AD reden, natürlich ein Stück weit aus dem reinen Teams-Fokus raus. Teams, so ein bisschen von der Philosophie her, das, was wir klassisch eine Middleware-Lösung nennen, die halt im Hintergrund andere Services aggregiert und nutzt. Und insofern habe ich jetzt hier mal noch so ein paar Identity- und Access-Management-Themen mit dabei, weil sie sich einfach ganz stark auf Teams auswirken. Das ist hier ein Screenshot aus dem Azure-Portal. Microsoft hat das Thema Access Reviews, Terms of Use für Externe, Privileged Identity Management und Entitlement Management, was alles verschiedene Funktionen und Features sind, die teilweise auch unterschiedliche Lizenzen brauchen, ja mal hier so in dieser Übersicht so ein bisschen zusammengefasst. Bei diesem ganzen Thema geht es eben darum, an einer zentralen Stelle kontrollieren zu können, wer greift denn auf meinen Tenant zu und soll das so sein, dass er auf meinen Tenant zugreift? Welche Rechte hat der? Von wem wurde er eingeladen? Brauchen wir diesen externen User überhaupt noch? Also alles, was dort so ein bisschen organisatorisch im Bereich Governance und Compliance mit einer Rolle spielt. An der Stelle auch mal gerade dann wieder ein Switch rüber zu einer Demo. Schauen wir uns das mal im Portal an, wie das funktioniert und was es damit auf sich hat. Ich habe das hier mal bei mir in der Azure-Umgebung schon geöffnet. Ihr seht wieder genau das Bild, das wir gerade eben schon auf den Slides gesehen haben. Und gerade in diesem Thema, wenn es darum geht, mit Externen zu arbeiten oder im Bereich User Management, also gerade in großen Organisationen, ist das sicherlich nicht nur ein Thema für externe Gäste, dieses Access Review Feature, das wir hier drin haben. Ich klicke das mal an. Und dann sehen wir also, was wir hier machen können. Klar, wir müssen dem Ganzen einen Namen geben und können dann halt eben aber sagen, naja, soll das jetzt einmal ausgeführt werden, weil vielleicht gerade was passiert ist und man jetzt da mal so sagt, ja, jetzt müssen wir mal ein Review machen, wer da überhaupt überall wie wo Zugriff hat. Oder führt man es vielleicht sogar als regelmäßigen Task hier mit ein. Dann die Möglichkeit eben zu sagen, welche Benutzer sollen denn reviewed werden? Und hier wirklich ganz explizit die Möglichkeit, auch nur externe, also sprich Gäste, auszuwählen oder halt eben alle. Und auch hier eine Einschränkung zu sagen, naja, welche Gruppen, Office 365 Gruppen und damit ja automatisch einhergehend, welche Teams, weil ja, wie vorhin schon kurz gesagt, jedes Team immer auch eine Office 365 Group mit erzeugt, sollen denn von diesem Review betroffen sein. Die weiteren Einstellungen, die wir hier jetzt noch haben, ist dann so ein bisschen, was soll passieren, beziehungsweise wer soll denn den Review machen? Wer soll denn den Review machen? Wirkt sich natürlich auch ganz stark dann darauf aus, wie viele Lizenzen brauche ich? Das ist ein Azure AD P2 Feature, was wir uns hier gerade anschauen. Und der große Vorteil ist schon mal, es muss jetzt nicht generell jeder User lizenziert werden, aber eben, wenn man eben sagt, ja, die Group Owner sollen das machen, dann brauchen eben alle Group Owner eine entsprechende Azure AD P2 Lizenz. Andere Geschichte, die wir hier noch mit drin haben, ist so dieses, naja, was soll denn passieren im Rahmen dieses Reports, wenn jemand zum Beispiel eben nicht antwortet? Also das ist diese Geschichte, ne, da wird dann eine Mail generiert, die gucken wir uns auch gleich an und mal angenommen, da reagiert jetzt keiner auf diese Mail, könnte man sagen, okay, dann nimm bitte den externen Zugriff weg. Das wäre natürlich eine sehr drastische Maßnahme. Je nach Szenario ist das aber vielleicht eben eine Option, der man sich dann bedient. Das ist das, was man administrativ an der Stelle macht. Derjenige, der dann das Review durchführen soll, also denjenigen, die nicht hier oben entsprechend dann aussuchen, nee, Entschuldigung, hier dann entsprechend aussuche, der der Reviewer ist,
Der bekommt dann eine Mail, da ist ein Link drin und wenn er da draufklickt, landet er auf dieser Seite. Ich habe mal hier ein ganz simples Beispiel gemacht. Ich bin hier in meinem Test-Tenant und man sieht hier, ich habe meinen produktiven Benutzer einfach mal eingeladen und dieser hat sich allerdings in den letzten 30 Tagen nicht einmal angemeldet und das System schlägt mir hier auch vor, den dann jetzt hier entsprechend rauszunehmen. Und man sieht schon am Aufbau, das ist jetzt etwas, dazu brauche ich kein tiefes IT-Verständnis von Azure oder von Teams, um das jetzt zu bewerten, sondern der fachlich Verantwortliche bekommt diese Übersicht und kann dann hier, indem er ganz einfach Häkchen setzt und die auswählt und dann eben sagt, hier unten Empfehlung akzeptieren, sagen, okay, den brauchen wir nicht mehr, der kann raus. Das Projekt, wo der dran mitgearbeitet hat, ist beendet oder ist im Moment in Urlaub oder hat das Unternehmen verlassen oder. Also das sind diese Features, die wir hier haben. Gehen wir mal zurück zu den Slides. Das geht jetzt dann so ein bisschen in die erweiterten Szenarien, die wir dort haben. Die Möglichkeiten, auch das ein reines Azure AD-Feature erstmal, nämlich die Möglichkeiten, über deinen Conditional Access zu gehen, beziehungsweise über dieses Risk Scoring, was dann das Risk-Based Conditional Access ist dann auch wieder ein Azure AD P2 Feature. Das Conditional Access per se ist erstmal etwas, was wir dort auch mit dem Azure AD P1 hinbekommen und dann halt eben zu sagen, naja, es ist schon ein Unterschied, ob sich jemand vom Firmengerät aus dem Firmennetzwerk anmeldet oder ob jemand von einem nicht bekannten Gerät aus einem unbekannten Netzwerk versucht zuzugreifen und dann eben die Möglichkeit zu sagen, okay, nicht bekanntes Gerät, nicht bekanntes Netzwerk, da nehme ich jetzt mal noch sowas wie MFA, also Multifaktor-Authentifizierung etc. mit dazu. Das sind diese erweiterten Features, die sich dann halt eben auch auf Teams auswirken, allerdings per se mal von Azure Active Directory zur Verfügung gestellt werden. Genauso verhält sich es hier mit den Themen Mobile Application Management bzw. Mobile Device Management und den Optionen, die wir dort haben. Gerade das Mobile Application Management, was wir hier aufgezählt haben, ist eben etwas, was halt im Kontext von Gastbenutzern eine ganz große Relevanz hat, weil ich kann ja als jemand, der einen Gast einlädt, in aller Regel in keinster Weise bestimmen, mit welchem Gerät mein Gast jetzt zugreift. Also klassisch hat der vielleicht dann auch ein Firmenhandy von seiner eigenen Firma und das kann ich natürlich jetzt noch nicht über irgendwelche MDM-Einstellungen regeln, weil da ist ja schon ein MDM-System drauf, das er von seinem Unternehmen hat. Aber mit den MAM-Policies, also Mobile Application Management, kann ich dort sehr wohl Dinge steuern. In dem Moment, wo der also dann, der Gast, diese Einladung annimmt und versucht, mein Team zu joinen, wo ich ihn eingeladen habe, greifen diese Regeln, die dann zum Beispiel halt heißen, als Gast darfst du lesen und du darfst auch gerne was posten und kommentieren, du darfst aber zum Beispiel keine Dokumente downloaden etc. Oder du darfst nicht mit einem gejailbreakten Device dich verbinden. Also das sind dann auch wieder eben so ein bisschen diese ganzen Szenarien, wo man einfach schauen muss, was ist denn tatsächlich etwas, was hier für mich speziell oder für meinen Kunden relevant und wichtig ist. Sind wir hier so ein paar animierte Beispiele. Der ein oder andere kennt vielleicht diese Folien, das sind Microsoft Slides, in denen man hier sagt, ja, da möchte jetzt jemand zugreifen. Ich kenne diesen User, ich weiß, wo er herkommt. Ich kenne auch das Gerät, das ist gepatcht, das ist alles in Ordnung. Und ich weiß auch, auf was er zugreifen möchte, aufgrund von dem Teams-Channel oder der SharePoint-Seite oder was auch immer er im Hintergrund da annavigiert. LBI, die Abkürzung steht für Low Business Impact. Also sprich, da sind jetzt halt nicht unbedingt wichtige Daten drin und in Anbetracht dieser ganzen Parameter sagt dann das Azure Active Directory, okay, das ist kein großes Risiko und der Zugriff wird erlaubt. Schauen wir uns das zweite Beispiel an. Auch hier ein entsprechender Zugriff von einem Benutzer, den wir kennen, der auch über ein vollkommen gepatchtes und in gutem Zustand befindliches Gerät zugreift. Allerdings von diesem User weiß ich, er ist halt eben im Management und er will insofern auch auf etwas zugreifen, was mit High Business Impact markiert ist. Und dort sagt dann eben das System trotz alledem, weil es eben ein komplett verwaltetes und getrustetes Gerät ist. Okay, das Risiko ist zwar nur gering, aber weil es halt eben hier ein Teams-Channel oder eine SharePoint-Seite ist, wo sensible Daten liegen, soll bitte MFA erzwungen werden. Das dritte Szenario an, dort sieht es eben so aus, dass ein User zwar nur auf eine
Lösung oder einen Bereich zugreifen möchte, der mit Medium Business Impact hier geflaggt ist, aber in Anbetracht dessen, dass er also über eine anonyme IP aus der Geolocation Asien kommt, sagt also hier dann das System, oh, das ist jetzt schon ein größerer Risikofaktor, weil das alles unbekannt ist, wissen wir alles nicht, und sagt deshalb in dem Moment Block Access bzw. Force Password Reset. Das sind dann alles erweiterte Szenarien, die per se nicht Teams-Features betreffen, sondern Features aus dem Azure Active Directory bzw. Aus Intune, aber sich halt natürlich auch auf Teams dann wiederum auswirken und dort die Möglichkeit, sichere und compliant entsprechend Arbeitsräume zur Verfügung zu stellen. Intune, wir haben es schon so ein bisschen angesprochen, gucken wir uns das auch mal gerade noch an. So also der Klassiker, ich habe eine Intune-App und da hat irgendjemand ein Excel-Sheet im Chat jetzt noch geshared und jetzt bin ich da auf meinem Handy oder Tablet unterwegs und sage mir, oh, diese Excel-Datei, da sind aber interessante Informationen drin. Entweder jetzt böswillig motiviert oder vielleicht auch einfach, weil ich mir keine großen Gedanken drüber mache, versuche ich die zum Beispiel in meinen Dropbox-Ordner zu kopieren, diese Excel-Datei, und dort dann eben über eine Mobile Device Management Intune Policy gesagt habe, nee, Moment, das geht so nicht. Der Anwender ist ja kreativ, das wissen wir alle, kennen wir alle auch aus eigener Erfahrung. Ah, ich kopiere mal die Excel-Tabelle in mein Word. Das funktioniert, weil auch das Word, die Word-App, eine entsprechende Company-App an der Stelle ist. Und dann versuche ich mein Word-Datei in meinem privaten OneDrive zu speichern. Und auch da sagt er, nein, das geht nicht. Was funktioniert, wäre es dann in OneDrive for Business zu speichern. Das sind Szenarien, die wir dann wirklich mit gemanagten, über Intune gemanagten Geräten umsetzen können. Was dort auch mit einer Rolle spielt, ist eben dieses Thema Remote Wipe. Firmenlaptop wurde im Zug vergessen, wurde geklaut, Handy ging verloren. Haben wir die Möglichkeit, wenn es eben ein über Intune gemanagtes Gerät ist, das auch wieder zu löschen? Und das betrifft natürlich dann auch die Daten, die im Kontext von Microsoft Teams auf dem Gerät dann waren und sind. In Anbetracht der Zeit springe ich mal gerade über diese Demo drüber. Ich zeige hier mal, ich denke, der eine oder andere hat das schon gesehen. Das ist dieses Cyber Security Reference Architecture von Microsoft. Da ist am Schluss in den Folien auch nochmal ein Link dazu drin. Es zeigt nochmal, wie groß und umfangreich der Microsoft Security Stack in der Zwischenzeit geworden ist. Und deshalb, was ich am Anfang auch so ein bisschen erläutert habe, die Empfehlung, ganz klar nicht damit zu starten, zu sagen, och, was gibt es denn da alles für Schalter und wo können wir denn überall was einstellen? Ich meine, das funktioniert natürlich auch, aber das wird ein sehr tagesfüllendes Werk und am Ende vom Tag höchstwahrscheinlich immer noch nicht wirklich dann die Business-Szenarien treffen, sondern die Empfehlung ist, ganz klar so da reinzusteigen, indem man sagt, lasst uns mal die verschiedenen Szenarien betrachten. Microsoft macht da ja diese Vorgabe mit Protect at the Front Door, Protect your data anywhere und Detect and Remediate Attacks, also sprich Erkennen von Angriffen. Das ist eine Möglichkeit, es zu starten. Ich persönlich arbeite sehr gern mit dieser Möglichkeit. Es ist aber kein Zwang, so vorzugehen. Wenn man damit startet und sich über diese fachlichen Szenarien durchhangelt, dann ist so ein bisschen der nächste Schritt, wenn man das über diese drei Szenarien startet, kommen wir automatisch in diese weiteren Detailthemen dann rein und nähern uns so dann tatsächlich eben irgendwann dem Mapping auf die entsprechenden Microsoft Features. Ich habe hier mal so eine Tabelle erarbeitet, wo man dann auch sieht, naja, verschiedene fachliche Themen, wie hier dieses Identify Users oder halt eben Verwalten von den Benutzern. Das sind immer ganz viele verschiedene Microsoft Tools am Ende vom Tag mit beteiligt und deshalb die ganz klare Empfehlung, über die Szenarien zu starten und nicht über die Tools zu starten. Deshalb hier so ein bisschen grob mal diese 5 Punkte als Empfehlung aus der Erfahrung heraus. Microsoft stellt dort ganz viele verschiedene Programme zur Verfügung, die man in aller Regel als Partner dann eben auch nutzen kann, um das im Kundenprojekt zu adressieren. Diese Security Assessment bzw. diese Security Proof of Concept Geschichten sind eben Dinge, die kann man als Partner, als Microsoft-Partner downloaden und das dann als Blueprint nehmen, um eben mit dem Kunden im Projekt diese Dinge zu erarbeiten, dann das Ganze eben mit einer Pilotgruppe zu testen. Da kommt in irgendeiner Form immer ein Feedback zurück, was man vielleicht vergessen hat oder was man nochmal anpassen muss und somit aber dann zu den Szenarien und in den produktiven Rollout zu gehen.
Hier nochmal die Links zu dieser Microsoft Security Reference Architektur. Die Folien, denke ich mal, werdet ihr ja auch danach zur Verfügung gestellt bekommen. Und hier nochmal ein Link zu mir auf den Blog, wo ihr auch diese Matrix, wie ihr sie gerade eben auf den Folien gesehen habt, etc., alle unter diesem Thema Security findet und dort auch kostenlos dann entsprechend runterladen und nutzen könnt. Ja, damit bin ich mit meinem Vortrag soweit durch und wir haben Zeit für Fragen. Ja, also der Audit Log, das kannte ich schon, aber war gut, dass du es nochmal gezeigt hast. Das Access Review, das kenne ich auch schon. Leider ist es aber in der Azure Active Directory Premium Edition mit drinnen. Genau, ja. Ja, das wäre cool, wenn das mal kommen würde, so für den normalsterblichen Azure AD User, würde ich jetzt mal sagen. Aber das mit der Idee, dass man das nur auf die Group Owner gibt, das zum Beispiel habe ich auch das erste Mal gehört. Da spart man sich ja dann schon einiges an Geld, würde ich sagen. Genau. Das ist genau der Punkt. Es ist eines der ersten und leider Stand heute wenigen Features, die in Azure AD P2 Features sind, die man wirklich so explizit dann verschiedenen Benutzern und Gruppen zuweisen kann. Ganz oft hat man das ja leider so, wenn man das nutzen will, muss man direkt dann alle User mit versehen. Insofern hier nicht der Fall und damit natürlich ein sehr charmanter Ansatz, wirklich auch nur die Leute zu lizenzieren, die tatsächlich damit arbeiten müssen, ja. Okay, nochmal ans Publikum für Fragen. Wir haben ja auf der rechten Seite so einen Q&A-Bereich, also in etwa ja, Fragen- und Antworten-Bereich. Da kann man jetzt auch seine Fragen eingeben. Ich weiß, es waren ziemlich, ja, sehr, ja, schwieriger Teil, die Security-Thematik. Aber ja, es werden alle Fragen akzeptiert. Man kann fragen, was man will. Was ich mich jetzt persönlich frage, so jetzt hast du dieses letzte Schaubild da aufgezeichnet, ja, und ich denke, die meisten Zuschauer fragen sich, ja, wie komme ich da jetzt zurecht? Also wenn man das noch nie selber gemacht hat, dann erarbeitet man das sich erstmal so 2 Jahre, wie du es gemacht hast, oder man sucht sich einen Berater, oder? Weil, also von 0 auf 100, wie lange denkst du, bis man braucht, um alle Features zu kennen? Naja, das zahlt ja so ein bisschen genau auf das ein, wo ich einfach sage, das ist nicht die Empfehlung, über die Features zu gehen, weil das ist ein sehr komplexes Themenfeld in der Zwischenzeit geworden. Es ist natürlich immer die Frage, wer steht vor dieser Herausforderung? Jetzt mal global als Unternehmen betrachtet, ist die Empfehlung zu sagen, wie sind eure Szenarien? Wie sind vielleicht irgendwelche Auditierungen oder Zertifizierungen, die ihr erfüllen müsst? Was habt ihr an Kunden, die euch da Vorgaben machen? Also wirklich die fachlichen Prozesse mal zu sammeln. Das haben die meisten Unternehmen entweder schon oder sind da sehr gut in der Lage, eine Auskunft dazu zu geben. Und daraus leiten sich dann diese Szenarien ab. Und dann ist jetzt wiederum die Frage, ja, entweder ich muss mich halt dann selbst damit beschäftigen, wie ich eine Anforderung umgesetzt bekomme, oder muss dann halt wirklich einen Berater mir dazu holen, der mit mir dann das Mapping macht und dieses sagen, naja, ich muss halt eben dafür sorgen und sicherstellen, dass wirklich Daten jetzt nicht irgendwie vom privaten Handy und dann auch downgeloadet und per WhatsApp weitergeschickt. Wie können wir das erreichen? Ja, das ist dann tatsächlich etwas, wo ich entweder Selbsterfahrung brauche oder mir halt jemand holen muss, der mir dann zeigt, wie das geht. Die Erfahrung ist einfach, dass es deutlich effektiver dann solche Termine, wenn man sich vorher schon mal Gedanken darüber gemacht hat, was wollen, was müssen wir erfüllen. Insofern das die Empfehlung. Ja. Eine Frage, die aufgekommen ist, wie geht man am besten mit dem Präfix, Suffix, Namenskonventionen für Teams oder Office 365 Groups um? Da bin ich mal gespannt, was du antwortest. Also die Frage so an sich ist natürlich beliebig generisch. Da ist jetzt eigentlich mehr mal so die Rückfrage, was genau meint derjenige, der sie gestellt hat, genau damit? Vielleicht mal ein bisschen konkreter ein Beispiel dazu, weil naja, wie geht man damit um? Also von bis, ne? Auch das ist ein Azure AD P1 Feature an der Stelle. Wenn man es auf dem Microsoft Stack macht und habt damit halt die Möglichkeiten, so gewisse AD-Attribute, Organisation, Abteilung, ne, und gibt eine Liste, was es da alles betrifft, dann automatisch als Präfix oder Suffix mit dazu zu nehmen. Heißt, erstens mal sind es nicht alle Felder, die man da vielleicht gerne dann nutzen möchte.
Und ansonsten auch hier so ein bisschen aus der Erfahrung gesprochen, kenne ich das ja leider nur zu gut, dass diese Werte ganz oft halt gerade über die Jahre hinweg jetzt nicht wirklich perfekt gepflegt sind in dem AD oder dem Azure AD. Ja. Insofern, ich glaube, es macht Sinn, mit solchen Dingen zu arbeiten, um halt auch aus administrativer oder aus Compliance-Sicht eine gewisse Überblick und Übersichtlichkeit damit zu erreichen. Aber ansonsten müsste die Frage einfach bitte nochmal ein klein bisschen präziser formuliert werden, was genau gemeint ist. Ja, vielleicht kommen wir noch dazu. Es hat immer so einen kleinen Lag, auch so 2 Minuten. Sonst kann ich nur auf den Teams Manager verweisen. Im Azure AD hat man nur eine Namenskonvention, wo man es setzen kann für alles. Und dem Teams Manager haben wir jetzt dann ab Ende Januar eine Funktion, wo man mit Metadaten und auch mit Policies steuern kann, ob es zum Beispiel ein Projektteam oder ein Abteilungsteam ist. Und wir setzen dann verschiedene Namenskonventionen, weil aus meiner Sicht das Feature halt sehr limitiert ist. Aber mal sehen, was da noch kommt, ja, im Azure. Das erweitert sich ja täglich, nicht täglich, aber sehr, sehr oft. So, jetzt ist es Zeit für die Fragen noch für Niki, weil in 8 Minuten haben wir schon unseren nächsten Vortrag. Warten wir noch mal 1 Minute. Und Niki, wenn der Herr oder die Dame, weil es leider anonym gestellt wurde, sich nochmal meldet, würde ich die Frage dann einfach nochmal weiterleiten, falls noch eine E-Mail-Adresse dazu gesendet wird. Genau. Sonst, es war wieder die Frage, ob die Vorträge, auch der Vortrag und auch die Folien zur Verfügung gestellt werden. Vorträge YouTube, Folien werden natürlich hochgeladen und kommen als E-Mail im Nachgang, wenn wir alles zusammengesammelt haben. Also natürlich wird alles zur Verfügung gestellt. Niki, du hast mir deine Folie schon gesendet, habe ich gesehen, sehr vorbildlich. Und von den anderen bekommen wir die sicher auch noch zugesendet. Gut. Gern, das ist auch genau dann nochmal so ein bisschen meine Message. Also wenn es jetzt eben dann im Nachgang nochmal Fragen gibt, das ist ja sowas, das kommt dann vielleicht manchmal erst am Tag danach, ne? Oder wenn man sich nochmal mit Kollegen austauscht, dann gerne einfach melden. In den Folien ist eine Kontaktadresse von mir. In der Regel findet man mich, wenn man mich erreichen möchte, und dann gerne einfach melden. Genau, und sonst einfach E-Mail an info@teamsummit und wir werden den Kontakt einfach weiterleiten. Oder so, genau. Ja, also alle Okay. Möglichkeiten. Ja. Gut, also vielen Dank, Niki, Gern. vielen Dank für deinen Vortrag. Schön, dass du dabei warst und ich hoffe, bei der nächsten Team Summit oder übernächsten Team Summit dann vielleicht zu einem anderen Thema oder vielleicht auch sogar eine Kundenreferenz, wie das bei einem Kunden eingerichtet ist. Würde mich freuen. Gerne. Lass uns dazu in Kontakt bleiben. Ich wünsche euch noch eine schöne Konferenz und bis zum nächsten Mal.